Glück beim, lässt das Gitter nicht los, wenn man Save State lädt. Bei dem 6-Level-Tech von Darius. Ja. Da hat er ja am Anfang die Handkettchen, ne? Als ja. Hier Flo ausgesucht. Wenn der Flo nach irgendwas fragt, was er mag, oder nach irgendeiner Musik, dann sagt er 100%ig die Handkettchen. Ja, die Handkettchen ist ja auch gut. Aber wenn ich ganz ehrlich, überall muss es auch nicht sein. Ich kann es nicht langsam nicht mehr ab. Nein, es ist ja nur ein Level gewesen. Ich hab's noch nie in einem SMB-Hack gesehen, von daher. Ja, ich war letztens auf Alan und dann hatte ein Kumpel von mir auf Boxen gestellt und hatte 10 Stunden lang das Lied dann. Einfach nur eine Jacke, 10 Stunden lang. Oh mein Gott, nein. Ich wollte schon nach Hause, aber es ist 2 Uhr morgens. Nicht gut, nein, gar nicht. Ach, fail. Ich muss ein bisschen später abspringen. Ja. Das ist auf jeden Fall machbar, habe ich auch geschafft. Ich wollte in die Mitte springen. Ja, und dann springe ich wieder zurück. Okay, dann warte ich halt. Und nach 10 Stunden die Antwort ging es dann nicht mehr so gut wie vorher. Oh, hier bist du jetzt gleich gestorben. Da uns, weil ich den so im Bockraum reingelaufen bin. Kann sein, dass ich schon längst gestorben bin da an der Stelle. Ich weiß nicht mehr, wo genau es war, aber es war auf dem Boden, es war an einem Bonbon. Ja. Ja, es war jetzt hier gleich, genau. Ja, hier war's. Ich lache, wenn jetzt das Ziel kommt. So, beim nächsten Bonbon ist das gewesen sein. Ja, es war beim nächsten Bonbon. Hier kommen mal 3 Gegnertypen. Oh nein! Du musst doch nicht jetzt explodieren, wenn ich den selbst will. Direkt springen. Ja. Oh, geht, der geht noch, der geht noch, der geht da noch. Da musst du Button Smashing machen, wie ich eben. Ich hab auch so einen komischen Fake. Der geht noch, der explodiert sogar nicht ganz sofort. Ja, da komm ich locker rüber. Ja, der Explosion tötet sich ja nicht sofort. Oh. Du hast noch eine kurze Zeit da. Ich bin jetzt erschrocken. Ja, hier war ich nicht mehr. Ne, oh. da war ich garantiert nicht mehr. Da kannst du rutschen. Ist der auch gerade so hochgerutscht? Der war doch gerade weiter unten. Der ist hochgerutscht. Ups. War die falsche Richtung. Einfach nach rechts durch und dann da ganz rechts rutschen. Dann hast du ihn auf Straße geschmissen. Ja. Solltest dann schon springen, ne? Also übrigens, wenn du die Sprungtaste drückst, springst du. Nein! Übrigens, eine Kanonenkugel tut dir weh. Ja. Da hatte ich schon wieder. Selbe Fehler, selber Fehler. Hm. Auf Straße schmeißen. Ja. So. Na. No. Mein Kumpel ist so schlau mit seinem Desktop voll, das tut da ganz viele Sachen im Papierkorb. Ja, es sind ja nur Verknüpfungen. Meistens. Bonus Game! Hat das bei dir auch gerade so ein Soundbug? Nö. Nee, schon wieder. Bei mir ist alles gut. Ich hab schon wieder den Soundbug hier. Was hast du denn für einen Soundbug? Dass hier praktisch nur so ein bisschen die Hintergrundmusik, dass ich bei der normalen Familienmusik nur die Hintergrundmusik höre. Also bei mir ist gerade alles gut. Aber bei Custom-Musik höre ich so perfekt. Bowser's Fortress, ja. Oh ja, viel Vergnügen. Warte mal, war es nicht Devilman? Aber es hieß ja, in diesem muss man gegen Bowser kämpfen, der von Devilman Steiger gemacht wurde. Oh, ich mag diese Grafik. Koopa! Koopa! Epic Koopa, die Epic töten, auf die man nicht springen kann. Spielen wir uns vielleicht? Nee, das geht nicht. Doch. Das sind praktisch nur Spinies. Ja. Stimmt, das sind wahrscheinlich Spinies. Ball and Chain.
Roads to Yubo. LOL, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass man da hochklettert. Ich kenne die Grafik. Sehr cool. Ich hätte jetzt versucht, über die Morgensterne da hochzuklettern. Ja, das wäre ein bisschen zu schwer, ne? Naja, mit Drehsprung wäre schon, glaube ich, machbar. Rein notfalltechnisch. Die Musik finde ich cool. Ja, stimmt. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Das wird spaßig. Yay, einfach durch, genau. Warum ist denn der jetzt schon runter? Scheiß auf Gegner. Schief. Oh, the Koopas. Oh, wenn die da hinter diesen Säulen stehen, ey. Ah, sehr ungünstig. Die siehst du nicht. Nee. Die hörst du nicht. Komm her. Doch, der ist wieder da gespawnt. Den sieht man ganz kurz, sieht man blinken, wenn man es weiß. Aber von selbst sieht man sie nicht. Ich will oben lang. Okay. Knapp daneben. Schieß. Auf diesen Kerzen kann man auch stehen übrigens. Ja, das weiß ich. Ja gut. Das kann man im Original ja auch. Echt? Hm. Von Mario 3 oder was? Ja. Okay, das sieht schwierig aus, ist aber machbar. Oh Gott. Ja, am das besten mit dem Drehsprung drauf oder so. Oder einen runterkommen lassen und ja, oder wow, ja, sehr gut. Das sind nämlich alles diese Kackviecher. Sehr gut. Oh je. Ich hasse dieses von sie von unten nach oben wieder zurückgehen und so. Das tun zwar alle, aber die machen es schnell. Ich habe ich gesehen. Und zack. Oh. Und dieses Kack-Scrolling. Ja, okay. Ich mach mal kurz ein neues Video. Oh. So. Rah. Ja. Oh mein Gott. Du bist noch da, ne? Ich bin da, ja. Du bist noch ruhig. Ich sehe sehr gespannt zu. Sehr gut. Oh mein Gott. Kommt mir das so vor oder wird das gerade wirklich schneller? Nein. Es kommt mir nur so vor. Okay. Ah, das war fies. Das ist wirklich fies. So. Wow. Na, ah, das kann sich eine hinter der Säule gespawnt. Ah.
Mistviecher! Yay! Und Boss! Oder auch nicht. Doch, doch. Nein, nein. Lol. Ich kenne den, den kann man austricksen. Da musst du wahrscheinlich einfach nur hinten drauf und dann. Ist da nicht so ein Hammer, wo man ihn runterschmeißt? Da ist was hinter. Ja, das hatte ich ja. Da musst du nur drauf hüpfen. Und dann fällt er. Oder du springst unten durch. Ja. So, aua. Ich bin cool, Luigi. Oh, wow, das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Ein Schwarzer, ja. Gut. Ah, das stimmt, was mit dem Event nicht. Da ist nämlich noch Weg kaputt auf Straße gespissen. Ja, der Weg ist ein bisschen. Ja, durch die Lava.